Nee, nee, also ich meine schon richtig. Ich kann es dir heute nur dreckig geben. Geil. Das dachte ich mir. Ist nicht, nicht klinisch? Nee. Bist du hier drin, Cleanstone? Cleany. Wo hab ich dich denn reingelegt? Ich hatte ihn heute noch. Ich weiß es ganz genau. Juvi, ich habe hier so schöne Pilze gefunden. Daraus mache ich dir jetzt mein Süppchen, ne? Das sind okay. So rote mit weißen Punkten drauf. Hm, klingt lecker. Und gar nicht gefährlich. Wir sind bestimmt voll gut. Du wirst sie mögen, glaube ich. Glaub auch. Nicht. Doch, doch, das ist genau dein Ding. Nope, Spargelzeit ist ja jetzt im Grunde auch schon wieder fast vorbei. Ich hab's mal wieder nicht geschafft, einfach irgendwann mal mir ein bisschen was an Spargel zu holen und zu machen. Jo, same here. obwohl ich total auf Spargel stehe, ich finde Spargel total geil. Ja, ist er auch, aber trotz alledem habe ich es auch nicht geschafft und ich mag ihn auch ziemlich gern. Aber nur frischen Spargel, guten Spargel. Spargel, der garantiert nicht holzig ist. Ja, man muss auch sagen, also auch mit dem aus dem Glas und sowas, diese ganzen gekochten, da kann man auch schon ein paar so schöne Sachen mitmachen. Ja, aber das ist nichts, wo du sagst, das ist jetzt toller Spargel. Ja, nee, das auf keinen Fall, also da ist halt nicht geil, aber wie gesagt, da kann man auch schon so ein bisschen schöne Rezepte mitkochen. Ja. Wir kochen mit Juvi und Balas. Heute Spargel. Boah, ich koche ja gerne, keine Frage. Aber für einen alleine lohnt sich das bloß immer nicht. Obala. Das ist immer die Sache. Boah, das ist echt ätzend. Also, wenn ihr mal von Juvi bekocht werden sollt, ne? Wollt. Genau, dann, sollt. Du musst jetzt. Juvi, du musst jetzt mich bekochen. Was? Warum? Was ist hier los? Wer bist du überhaupt? Ich bin der Juvi und das ist der Balas. Und wir wollen jetzt was essen. Du hast 10 Minuten. Ach, shit. Du sagst es, mein Spitzhacke ist kaputt. Ja, ich hab's gehört. du Arsch, sagst nicht mal was dazu. Irgendwelche traurigen Worte, sowas hier. So von wegen, oh, die arme Spitzhacke. Spitzhacke, genau. Ich hab irgendwie Angst, dass du durchbrichst zu mir oder so. Warum? Weil ich dich da höre, da unten. Ich arbeite doch nur. Ganz gewöhnlich. Ich könnte dir jetzt fast auf den Kopf spucken. Wahrscheinlich kann ich dir auf den Kopf spucken. Wenn ein Loch wäre. Wenn ein Loch wäre, so. Dann hättest du jetzt voll getroffen. Ja. Voll auf den Kopf. Quasi. Weißt du, was gemein ist? Nein. Wenn Opa auf den Kopf spuckt, auf die Glatze spuckst und fragst, warum schützen so. Oh. Das ist voll gemein, ne? Das ist echt gemein. Weißt du, was noch gemein ist? Na? Wenn die Oma die Treppe runterschubst und fragst, warum rennst du so? Ach. Ist auch Arschloch. Gemein. Kinder, macht das nicht nach, das ist böse, sowas macht man nicht. Genau. Respektiert ältere Menschen. Genau. So, das wollte ich nochmal gesagt haben. So, warte mal, das ist dann hier eigentlich so unpraktisch, dann verkleide ich. Hold up. Ich baue mal eben die Mauer ein weiter rein. Warte mal, wo? Mauer, die Mauer muss weg. Ja, muss. Achso, das meinst du da, okay. Ja, weil dann sieht das symmetrisch aus. Ja, ist okay. So, unsere Höhlenbibliothek dann. Ja, und wir fangen schon wieder das nächste Großprojekt an, obwohl wir eigentlich noch genug andere haben. Noch genug zu tun haben. Ja, aber wenn die Ideen halt gerade fließen, ist halt doch schon doof, wenn du dann was anderes noch mitmachst, ne? Ja, das stimmt. Und wir müssen zusehen, dass wir die anderen Projekte dann auch mal fertig bekommen. Ja. Ja, wir werden irgendwann mal eine Folge machen, so von wegen so, hallo Leute, heute werden wir wirklich alle Projekte, alle mal irgendwas fertig machen. Und uns an unseren Plan halten, vielleicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwann jemals klappen wird. So. Vermutlich nicht. Boah, wenn es danach geht, dann müssten wir auch noch die ganzen Keller fertig machen und all so ein Kram. Ja, im Gasthaus fehlt noch der Keller. Wo fehlt noch der Keller? Im Bauernhaus. Das war's eigentlich auch schon, aber trotz alledem ist es genug. Ja.
Aber da können wir dann auch, wenn wir es dann so machen wie bisher auch immer, können wir im Gasthaus auch den Keller so machen, wie wir ihn eigentlich damals auf dem anderen Ding geplant hatten. Ja. So mit den anderen Fackeln und so, ne? Ja, genau. Weiß schon, was du meinst. Weil dann spawnt da bestimmt nichts. Boah, das Schöne ist... Was? Du zuerst? Ich wollte eigentlich sagen, dass das Schöne ist schon wieder, dass wir eigentlich heute mit was ganz anderem weitermachen wollten. Ja. Aber wie gesagt, als die Idee, also als es dann hieß, okay, wie sieht's aus mit der Bibliothek und so, ne? Da hat's einfach bei mir Klick gemacht. Tja, und dann war auch schon vorbei. Ja. Also da muss auf alle Fälle noch hin. So. Huch. Da muss nix hin. Das muss weg. So. Jawohl. Okay, dann einmal da. So. Hier ein bisschen abbauen. So, bis dahin ungefähr. Würde ich jetzt sagen, oder? Nee, mach mal weiter. Nee, das ist okay so. Hast du noch Holz dabei? Was für welches? Ganz normales. Ach nein, Moment, ich habe selber auch noch was, sehe ich gerade. Ach, Juwi. Ja, volles Inventar, you know. Immer deinen Scheiß antäuschen. Ja, klappt aber auch immer wieder. Ja, ich bin immer schon wieder halb bei dir, ja. Und dann kommst du, ach nee, passt. Ja. Ist okay. Meine Schaufel. Aber hier oben? Nee, das wäre doof. Nee. Das lassen wir so. So ein Wasserfall wäre aber auch irgendwo eine coole Sache. Kann man nicht zwei verschiedenfarbige Slabs aufeinander bauen? Scheinbar nicht. Nein, da Slabs geht immer nur eine, also einfarbig aufeinander. Schade. Achso, wolltest du da noch irgendwie andere Slabs machen, oder was? Ja, dachte ich so. Das hatten wir ja schon mal versucht, das war ja das, was nicht funktioniert hat, auch im... Ja, stimmt, im Bauernhaus, ne? Bauernhaus war es, genau. Tja, das ist traurig, ne? Das ist wirklich traurig. So, wie machen wir das denn hier? Gut, dann haben wir hier im Grunde ein schönes... Ja gut, nee, das will ich ja nur noch eins enger machen. Schlecht. Juwi? Komm mal kurz. Ja, komme. Moment. Ich habe jetzt das hier mal ein bisschen gerade angeglichen bis da hoch. Also gut, hier Decke muss ich da nochmal ein bisschen. Ja, okay. Wie wollen wir das denn direkt machen mit dem Bücherbereich? Weil ich habe mir gedacht, hier überall noch so praktisch da eine Wand reinziehen. Also so eine Wand. Dann haben wir hier, dass wir hier so ein Dreierblöcke praktisch haben zum Langlaufen. So, lalala, ja, okay. Dreiergänge. Hier ein Zweiergänge nach draußen. Und dann machen wir hier unten vielleicht so dann noch einen größeren Raum rein, wo wir dann hier so die Bibliothek haben, oder? Also so den direkten Bücherbereich. Ja, und was ist hier oben so? Hm? Wo oben? Wo bist du dann? Wo bist du jetzt eigentlich hin? Ich gucke nur gerade hier, was hier so ganz oben noch war. Ja, kann man machen. Also dann fangen wir hier nachher einen ziemlich großen Raum an, würde ich aber sagen. Ja. Also der dann auch einen riesen Eingangsbereich hat. Also jetzt so nicht mit Türen oder sowas. So, aber hier, der ist Randstück, ne? Dass wir hier erstmal so diese Treppen nach oben hin machen können, dass man hier dann so genau. Ein praktisch kleines Vorstück hat noch mit. Ich würde aber sagen, den ganz oben gar nicht weg, oder? Die oberste Reihe? Eine Bibliothek soll ja immer ein bisschen größer wirken, finde ich. Also würde ich jetzt sagen, dass sie ein bisschen höher wirken und alles. Ja gut, also das soll ja auch bloß nochmal der Eingangsbereich in die Bibliothek selber sein. Dass der ein bisschen gedrungener ist und danach dann der große Raum kommt. Weißt du? Dann machen wir hier, warte mal. Dann machen wir das hier auf die Höhe. Genau.
So, dass der Eingang einfach ein bisschen gedrungener ist, weil dann wirkt der Raum imposanter später, der große. So, warte mal, oh, da habe ich gerade noch eine andere Idee mit. Dann gehen wir weiter hinten in eine Nummer tiefer noch mit. Zwei Blöcke tiefer oder Ich so. mach mir schnell mal eine Spitzhacke, dann helfe ich dir mal. Bring die Workbench mal mit hoch. Ich habe sogar noch eine dabei, sehe ich gerade, lol. Lol, voll lustig. Mann, Juwi. Alter Nappel, du. So. Klatsch die hier mal in die Ecke, ne? Oh mein Gott, das ist eine Workbench. Sch Soll ich noch passt mal weiter auf. reingehen? Ja, ne? Ja. Okay. Was hast du denn gerade für eine Idee? So, pass auf, wir gehen dann. Moment, jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen. Machen wir hier. So, hier noch eins höher dann. Also hier ist dann, hier geht's dann praktisch in den Raum rein. Okay. Ein bisschen Licht mitgemacht. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Licht ist immer eine gute Idee. Da sieht So, man nämlich was. ja, okay, jetzt ein weiter in den Raum rein. Ach so, auf der anderen Seite auch, da ist aber schon. Ja, okay. So, dann warte mal, dann das so hier. Moment, das ist jetzt hier nur erstmal, dass ich einen Ausgang dann habe von da unten. So, weil ich will jetzt hier gerade noch mal gucken. Huch, Ach, ich springe einfach. willst du so So eine eine Treppe machen? so eine Galerie, nee, also hier praktisch dann außen rum, oben rum, einmal durch den Raum, so eine Galerie am Rand lang. Mhm. Und hier gehst dann eine Treppe runter, praktisch in den Raum rein. Also in den richtigen Bibliotheksbereich, sag ich mal. Okay. Warte mal, so. Soll ich das auf der anderen Seite auch mal machen? Also ich lasse es jetzt, ja, kannst du dich auch mal mit runtergraben, ja. Wie hast du es jetzt gemacht? Du hast hier einfach eine Treppe runtergehauen. Oh, hier geht's nicht, weil hier ist ein Raum, eine Höhle drunter. Kann man zukippen ein bisschen. Ich bin gleich bei dir drüben Ja, durch. ich komme mal hier eben mit lang. Ah ja, okay, okay, ich sehe es schon. Warte mal, wo kommst du dann direkt da runter? Ich glaube, du hast einen Verzug gebaut, Ja, ja. habe ich auch gerade gemerkt. Warte. Wo ist denn die fast den abgeholzt, wo du drauf standst? Ja, bau ruhig unter mir ab, ist okay, kein Problem, kann ich mit leben. Stürze er mich ruhig in den Tod. So. Und tschüss. Ne, du hast noch einen weiter hinten dicht gemacht, oder? So, ja, hier müssen wir dann eh schauen. Ich würde den Raum dann eh nochmal vielleicht eins größer machen oder sowas. Überall diese Kohle. Ja, Kohle ist doch nicht schlecht. Das stimmt. Kohle. Wir hatten schon lange keine mehr. Ja. Nachdem ich letztes Mal mit so viel Kohle in der Hand krepiert bin. Ach, stimmt, da war was. Ja, war's. Ich So, erinnere mich. wie weit willst du jetzt hier reingehen in den Raum? Also du hast jetzt gerade das Bild dazu im Kopf, deswegen überlasse ich das Plan jetzt mal vollkommen dir. Ja, erstmal brauche ich eine neue Spitzhacke. Der Raum muss schon, also der Ra den Raum will ich relativ groß schon gestalten. Wie gesagt, dass sich halt auch so eine Galerie außenrum wirklich rentiert. Okay. Ja, dann Also helfe ich wir dir auf jeden müssen. Fall mal jetzt ein gutes Stück mit. Weil wir müssen auf alle Fälle auch nochmal in die, zu den Seiten müssen wir noch eine Ecke weiter. Weil die Wände sollen ja auch in einem warmen Holz verkleidet werden, würde ich sagen. Weil eine Bibliothek sollte schon irgendwie ein bisschen mit aus Holz sein. Ja, und irgendwo müssen die Bücher auch irgendwo mal hin. Da kommen dann unten die Bücherregale praktisch hin. Okay. Also hier unten dann auf die Ebene praktisch. Tüdelü. Also hier unten ist dann so der eigentliche Bücherraum. Hier oben ist nur so dann eine Galerie, die außen rumführen soll. Ah ja, okay, verstehe. Und da soll dann halt hier, wenn du reinkommst, so einmal eine Treppe in der Mitte runterführen und an den Seiten kannst du dann an der Galerie außen rumlatschen, wenn du willst. Wollen wir denn dafür Tropenholz hernehmen hier?
drin? Ja, vielleicht eine ganz gute Idee, oder? Müssten halt bloß mal offscreen mal losziehen und mal ganz viel Tropenholz holen. So, in die Tropen. Noch ein weiter? Also. Warte mal, wie viel haben wir hier? Also so, das ist der Raumeingang. Hier ungefähr soll es dann, warte mal. So, das ist der Eingang. Da haben wir. So. So. Huch, okay, da geht's schon runter. Da soll dann die erste Stufe runter. Da machen wir da die erste, da machen wir die erste Stufe hin. Das heißt, das muss auch noch auf alle Fälle weg. Dann haben wir 1, 2, die haben wir rein in den Raum. Dann passt das so, dann sind wir hier praktisch. Ich bin gerade ein bisschen am Planen, ne? Mhm. Vielleicht mach mal so lange unten weiter. Dann habe ich hier gerade ein paar Beispieltreppen da. Kannst du uns Treppen da lassen, wenn du willst. Was hast du für Treppen? Steintreppen habe ich gerade da und Birkenholztreppen. Gib mal Birkenholz, das lässt sich schnell abbauen. Okay, danke. Oh.